In diesem Video stelle ich euch den Geländewagen von Blue Bricks vor. Wie gut dieses Set ist und was dieses Set kann, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Noppe. Heute, wie schon angesprochen, mit dem Blue Brick Special 101469 Geländewagen, ein Set aus der Fahrzeugserie von Blue Bricks mit 1421 Teilen für einen Preis von 49,95 €. Die Anleitung ist wie immer bei Blue Bricks nur im Internet zum Download frei erhältlich. Wir haben hier diesen kleinen, schönen Geländewagen und den messen wir einmal aus. Wir sind bei so gut 31 cm in der Länge. In der Breite sind wir so bei 14 cm und in der Höhe sind wir so bei 16, 17 cm. Also doch schon eine anständige Größe, um so ein Fahrzeug darzustellen. Er kann rollen und er rollt gut, wie ich finde. Und das gefällt mir ziemlich gut. Wir haben insgesamt 6 Reifen dabei. 2 hier, einen hier, einen hier hinten und einen hier. Und 2 hier, Entschuldigung. Damit haben wir die Rundumansicht. Ich zeige euch jetzt mal die Details. Wir haben hier einmal einen angedeuteten Tankstutzen. Wir haben natürlich Spiegel. In den Innenraum schauen wir gleich rein. Wir können diese Tür aufmachen und die rutscht so ein bisschen rein. Es liegt hier an diesem Brick Round. Das gefällt mir auch ziemlich gut. So. Dann, das ist die Front hier mit Lampen und der Scheibe. Hier einem Schnorchel. Wir können die Motorhaube so weit aufmachen, mehr nicht. Liegt nicht am Ersatzrad. Dann haben wir hier einen schönen soll ein V6 Motor sein, angedeutet, gefällt mir ziemlich gut. Und hier vorne haben wir eine circa 1 Meter lange Seilwinde. Seil ist auch relativ dick, passt kaum hier auf diese Rolle drauf, so rollt man das auf und es ist dann gedacht, dass man den kleinen Haken, ja, komm, das will mal wieder nicht. Ist auch klar, dass man diesen kleinen Haken da dranhängen kann. Hier natürlich auch schön die Lampen. Dieses Set hat keine offizielle Lizenz, aber es sieht aus wie ein Trophy Truck. Nur so mal eine Vermutung. Das Steuer ist übrigens auf der rechten Seite. Wir können auch hier schön die Türen öffnen. Hier. So, gefällt mir. Wir haben hier oben auf dem Dach natürlich jede Menge Zeug drauf. Und wir können, sonst fangen wir auch schon mit dem Innenleben an, wenn wir den so hinstellen, können wir hier diese Tür öffnen. Und wir haben hier eine Anhängerkupplung, da. Und da drinnen ist ordentlich Platz, sodass man dieses Modell schön beladen kann und das Teil viel mitnehmen kann. Auch hinten schön mit Lampen, Auspuff und allem, was dazugehört. So, ich kippe euch dieses Gerät einmal. So sieht es von oben aus. Diese Kisten, hier zwei Taschen, noch eine Tasche und hier zwei Diesel- oder Benzinkanister. Da ist ordentlich Zeug drauf. Was beim Bauen ein bisschen nervig war, ich bin ja jetzt auch schon etwas auf die Bautechniken eingegangen, ist hier diese Scharniere. Die bestehen aus zwei Teilen. Die übereinander zu stellen, der ist nicht so schön. Ihr baut natürlich hier 4 Türen. Die sind zwar abgeschrägt, aber das ist jetzt nicht so unterhaltsam. Und ihr baut 4 gleiche Sitze. Und ihr braucht halt hier 2 Kisten, 2 von diesen Taschen und 2 von den Kanistern.
Ich öffne einmal die Tür. Wir fangen vorne an. Ich öffne einmal beide Türen. Da fällt auch schon das erste Teil ab. Das Set ist übrigens stabil. Allerdings, wenn ich... Ich merke gerade... So. Ups. So, repariert. Wenn man da dran kommt, ist das etwas semi-optimal. Geöffnet. Und wir schauen mal rein. So sieht das Ganze von innen aus. Schöne große Sitze. Ich glaube, man sieht jetzt nicht allzu viel. Und hier drin in der Mitte, das mache ich hinten mal auf, ist im Mittelkanal. Ich glaube, man sieht es nicht. Hier, ich verstehe die Sitze. Da ist so eine kleine Klappe. Und so sieht es, ich mache es nach hinten auf. So sieht es hier hinten aus. Man sieht nicht viel, es sind halt zwei Sitze. Die können wir uns vorne besser angucken. Ich drehe das Ganze mal um. Denn jetzt kommen wir ja zur etwas spannenderen Optik. So. Sieht man da was? Hier in echt sieht es heller aus, als es wahrscheinlich auf der Kamera rauskommt, wie ich das hier wahrnehme. So. Nee, man sieht es nicht. Hier ist ein Lenkrad. Hier ist... Ihr guckt euch am besten die Anleitung an, dann seht ihr die ganzen Details. Hier sind Anzeigen. So, ich hoffe, ihr seht irgendetwas. So, jetzt habe ich einen guten Winkel. Ihr seht hier den Schalthebel, Lenkrad und hier ist halt in der Mitte diese Klappe. Und schön verstellbare Sitze. Das gefällt mir bei diesem Set auch ziemlich gut. Ich finde... Ach so. Es heißt ja, Lego-Modelle sollte man immer nach unten in die Vitrine stellen, damit man nicht von unten drunter guckt. Es gilt für dieses Gerät hier nicht. So sieht das von unten aus. Schön stabil. Bauen ist halt, wie gesagt, sehr schön. So, das Ersatzrad hier sitzt nur auf so einem Pinöckel. Setzt man das drauf. Und ich würde sagen, dann kommen wir einmal zum Fazit. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr gelungenes Modell. Also mir gefällt der von der Optik ziemlich gut. Von innen ist er schön, macht Spaß zu bauen. Von außen finde ich, ist er schön. Auch in Gelb, eine schöne Farbe für das Modell, wie ich finde. Leider gibt es keinen Anhänger. Irgendwie dann als Zusatzset, das haben sie ja bei dem klassischen US-Pickup gemacht, dass man da so einen kleinen Anhänger hatte. Oder sich noch dazu kaufen konnte. Und die Sitze finde ich sehr schön. Ihr habt da ordentlich Platz drin. Es ist eine Anhängerkupplung dabei, dass man sich theoretisch selbst einfach einen Anhänger bauen könnte. Und Lenkrad, also von innen wirklich schön ausgestattet. Ich konnte in diesem Video nur schlecht da rein filmen, weil die Öffnungen halt relativ klein sind und man da schlecht was sieht, weil das auch grau und schwarz da drin ist. Was prinzipiell nicht schlimm ist, aber fürs Filmen halt ein bisschen. Deshalb wenig Licht. Ist aber gut, Farbseuche natürlich nicht vorhanden. Hier oben auf dem Dach ist es halt ein bisschen wilder. Aber das finde ich schön. Es ist ja auch realistisch. Hier mit grauen Kisten, rot und dunkelgrün. Die Taschen sind ja nicht gelb und man hat noch so einen schönen farblichen Akzent. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall sehr schön, auch hier mit Außenspiegeln dran. Deshalb würde ich diesem Set auch vollkommen verdient 10 Punkte geben. Aus den vorhin genannten Gründen. Damit sind wir auch schon am Ende dieses etwas kürzeren Videos angekommen, würde ich mal sagen. Also das Video etwas kürzer ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Eure Meinung zu diesem Modell könnt ihr wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch mehr von mir sehen wollt, guckt einfach auf meinem Kanal vorbei oder schaut euch die Playlist Fahrzeuge at die Noppe an, die im Abspann verlinkt ist. Dann könnt ihr euch noch mehr von solchen Modellen hier
ansehen, wie zum Beispiel so ein Feuerwehrlaster. Ganz spannend. Falls ihr mich keine Videos mehr verfassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal und aktiviert die Glocke. Das ist kostenlos und freut mich sehr. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Tschüss.